Hallo und herzlich willkommen bei unserem TuTech-Video bei MasTech. Wir sind hier beim Abendevent, was unter Plug-in-Wire-Lite läuft und die neuesten Produkte vorstellt. Und das erste sehen wir direkt hier im Hintergrund. Das ist die neue MasTech Venus A. Das ist sozusagen eine Mischung aus einem Batteriespeicher und einem Balkonkraftwerk. Und die wichtigsten Key Facts sind, dass man insgesamt bis zu 12 Kilowattstunden Speicher aufeinander stapeln kann. Das heißt, es sind bis zu 6 Module, die man dann einfach zusammenklicken kann. Wir zeigen euch das auch, wie das aussieht, jedes einzelne Modul. Man muss es wirklich nur aufeinander stellen und schon ist alles miteinander verbunden. Das oberste Modul, was hier auch dieses LED-Beleuchtungsdisplay hat, das ist der Wechselrichter, der die eigentliche Hauptarbeit übernimmt und wo auch, ich sag mal, das Hirn drin sitzt, was sich dann entsprechend damit beschäftigt, ob Strom eingespeist werden soll oder nicht. Das ganze Thema funktioniert so: Man kann bis zu 4 Solarplatten anschließen, die dann bis zu 2,4 Kilowatt in das System einspeisen können. Das kann dann entweder verbraucht werden oder aber in den Speicher eingespeist werden. Bis zu 1,2 Kilowatt können in das Stromnetz von euch abgegeben werden oder aber auch aus eurem Stromnetz in den Speicher eingespeist werden. Das ist besonders dann interessant, wenn ihr so einen dynamischen Stromtarif habt und entsprechend dann zur Mittagszeit zum Beispiel günstigere Stromtarife habt. Was ist noch dazu zu sagen? Das Produkt ist sehr, sehr, sehr neu. Das heißt, das kann man jetzt vorbestellen und das wird dann noch dieses Jahr ausgeliefert. Das Grundmodul liegt dann bei 499 Euro, wurde uns gerade gesagt. Kommt mit App-Steuerung daher und lässt auch eine Nulleinspeisung zu. Allerdings nur, wenn man entsprechend einen Shelly oder von MasTech selber einen Power-Meter dafür hat und das in den Stromkreis integriert. Schauen wir uns das nächste Produkt an. Das ist MasTech Venus D. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir uns gerade eben angesehen haben. Das heißt, auch hier wieder werden die Module aufeinander gespeichert. Das Gerät kann Solarzellen entsprechend angesteckt werden, bis zu 4 Kilowatt PV-Eingangsleistung diesmal. Das heißt, deutlich mehr Module, deutlich mehr Eingangsleistung und es kann auch noch mal deutlich mehr Energie in das Stromnetz abgeben. Das heißt, da sind wir bei 2,2 Kilowatt, die man entsprechend auch einspeisen kann. Auch hier geht es wieder, dass man aus dem Netz Strom beziehen kann, wenn er sehr günstig ist. Und das sind in dem Fall 2,2 Kilowatt. Die Gesamtkapazität, die möglich ist, sind 15,36 Kilowattstunden. Das entspricht dann insgesamt dem Basismodul und 5 weiteren Modulen, sodass man insgesamt auf 6 x 256 Kilowattstunden kommt. Das heißt, der große Bruder des MasTech Venus A. Hier haben wir ein Gerät, das gibt es schon länger auf dem Markt und der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist MasTech Venus E und hier kann man, ganz wichtig, keine Solarplatten anschließen, sondern das ist ausschließlich dafür da, um Wechselstrom aus dem eigenen Stromnetz zu speichern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wieso brauche ich das? Und das ist natürlich zum einen dann interessant, wenn man bereits einen dynamischen Stromtarif hat und zum Beispiel mittags das Gerät auflädt und dann am Abend zum Beispiel, wenn die Strompreise wieder deutlich teurer wird, den Strom entsprechend aus dem Speicher zieht und damit eigentlich Strom und Geld sparen kann, weil es halt einfach aus dem Speicher kommt. Eine andere Anwendung ist natürlich, man hat bereits ein Balkonkraftwerk oder eine kleine Solaranlage, allerdings ohne einen dedizierten Speicher und möchte dann eben auch zum Mittagszeit, wenn der Strom durch die Sonne kostenlos vom Dach kommt, einfach das Geld sparen und sagt, okay, ich brauche einen Speicher, um das zwischenzuspeichern, weil abends, wenn ich dann Fernsehen schauen will, da scheint die Sonne nicht mehr, aber ich möchte entsprechend gerne den Strom nicht aus dem Netz beziehen müssen und dafür Geld ausgeben. Sehr praktisches Gerät zum Nachrüsten. Hier sind wir bei 2,5 Kilowatt
die man ein in das Gerät hinein bekommt und bis zu 2,5 Kilowatt, die man rausbekommt. Auch das toppt jetzt MarsTech noch einmal mit dem neuen, noch nicht offiziell auf dem Markt befindlichen MarsTech Venus X System. Hier reden wir von 6 Kilowatt, die entsprechend aus dem Netz bezogen werden kann und die auch wieder in das Netz abgegeben werden können. Aber auch das ist nicht alles. Hier kann man direkt, wenn es möglich ist, vom Wechselrichter abgehen und bis zu 7,2 Kilowatt des Wechselstroms, der im Wechselrichter erzeugt wird, rausnehmen kann. Das heißt, gerade wer eine ältere Solaranlage hat, wo es noch gar keine Möglichkeit gab, einen Batteriespeicher direkt anzuschließen, hat hier die optimale Möglichkeit, sich relativ günstig im Nachhinein noch mit dem Speichersystem zu versorgen. Das Ganze ist, wie der Themenabend lautet, mit Wirelight umgesetzt. Das heißt, der Elektriker braucht möglichst wenig Aufwand. Am Ende geht nur ein Stromkabel in die MarsTech Venus X rein und ein Stromkabel raus. Und trotzdem kann dieser Stromspeicher dann die eine Phase als Notstromanlage versorgen. Also ein sehr, sehr, sehr interessantes Gerät. Bis zu 6 Stück lassen sich davon koppeln, sodass man statt 10 Kilowattstunden bei einem Gerät bis zu 60 Kilowattstunden haben kann, mit dem man mehr oder weniger fast schon mehrere Tage sein Haus versorgen kann. Ja, das war's mit unserem kurzen Rundgang hier auf der Präsentation von MarsTech. Wir möchten uns natürlich gerne anschauen in unseren Tests, ob die Geräte dann auch das halten, was sie versprechen. Und ihr findet unsere Tests auf unserer Webseite oder ein Video hier auf dem Kanal. Schaut einfach rein, es bleibt spannend.